Die Verteidigungsminister der Europäischen Union, die befassen sich heute in Brüssel mit der Lage in der Ukraine. Auf dem Programm steht zunächst ein Arbeitsfrühstück mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Bei dem Ministerrat geht es um die Forderung des EU-Außenbeauftragten Borrell, den gemeinsamen Militärhilfefonds um 20 Milliarden Euro zu erhöhen. Ins Stocken geraten waren zuletzt Pläne, Kiew im russischen Angriffskrieg 1 Million Artilleriegeschosse zur Verfügung zu stellen. Davon ist nach Angaben Brüsseler Beamten noch nicht einmal ein Drittel erreicht. Weiteres Thema ist die EU-Trainingsmission für 40.000 ukrainische Soldaten. Durch starken russischen Beschuss auf das südukrainische Gebiet Cherson sind nach ukrainischen Angaben 3 Menschen getötet, 17 weitere verletzt worden. Auch ein Auto soll getroffen worden sein. Ein älterer Mann wurde getötet. Die Tochter und deren 2 Monate altes Baby wurden dabei verletzt. Das ukrainische Innenministerium veröffentlichte ein Video, das das verletzte Baby zeigen soll. Russland behauptet unterdessen, mehrere Offensiven gegen ukrainische Militärziele gestartet zu haben. Dabei seien nach eigenen Angaben ein Munitionsdepot sowie mehrere gepanzerte Fahrzeuge zerstört worden. 2 HIMARS-Raketen und Drohnen wurden demnach abgefangen. Wir schauen an diesem Morgen zu Ibrahim Naber in Kiew in der Ukraine. Guten Morgen, Ibrahim. Deutschland, so heißt es, will die Rüstungshilfe für die Ukraine verdoppeln. Welche Reaktion aus Kiew gibt es da? Ja, das wird hier natürlich sehr positiv aufgenommen. Also die Ankündigung, dass man die Militärhilfen aus Deutschland von 4 Milliarden auf 8 Milliarden pro Jahr nächstes Jahr erhöhen will. Manche, die wir im Hintergrund hier gesprochen haben, aus dem Zelensky-Team sagen, endlich habt ihr auch verstanden, wie brisant die Lage hier ist. Endlich zeigt ihr, dass ihr wirklich an unserer Seite steht. Also das wird wirklich auch als diese Botschaft wahrgenommen. Bislang liegt der deutsche Schwerpunkt ja vor allem auf der Flugabwehr. Man liefert ja zum Beispiel IRIS-T-Systeme, die helfen, Raketen abzufangen. Raketen, die eben auch von Russland hier genutzt werden, um die kritische Infrastruktur in diesem Winter zu attackieren. Das hatten wir ja im vergangenen Winter schon erlebt, dass da ganz massiv diese Energiekraftwerke attackiert wurden, wo dann Millionen von Ukrainerinnen und Ukrainern eben auch Probleme hatten mit der Stromversorgung, mit der Energieversorgung. All das will man dieses Jahr verhindern, auch durch eben diese deutsche Militärhilfe. Und gleichzeitig gibt es aber auch noch Hoffnung, dass aus Deutschland auch die Taurus-Marschflugkörper kommen. Diese Diskussion führen wir jetzt ja mittlerweile schon seit vielen, vielen Monaten. Deutschland bleibt da bislang hart, Scholz bleibt auch bislang hart, sagt nein, das liefern wir nicht. Aber die Ukraine hat weiterhin Hoffnung. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.